Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heathen80 mit der Kalenderwoche Nummer 51 von meinem Filmtagebuch 2022. Und erstmal hier nochmal schöne, fröhliche Weihnachten heute am zweiten Weihnachtsfeiertag für euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne, besinnliche Stunden gehabt mit euren Lieben. Und heute am zweiten ist bei uns meistens immer so, ist immer schön entspannt und heute wird es auch bei uns sehr entspannt werden. Deswegen gibt es auch heute früh gleich das Video. Ich habe eigentlich gestern Abend noch drehen wollen, dann dachte ich, komm, ich mach's mal im Früh. Geh mit ins Bettchen und haben uns noch ein gelesen noch und von daher war es auch da schön entspannt. Und jetzt eben zu früh gleich, deswegen ist halt ein bisschen später dran das Video für euch, aber ist mir egal. Ihr werdet eh alle ausschlafen. Und von daher gibt es eben jetzt das Video zur Kalenderwoche Nummer 51. Und ja, eine Woche haben wir noch, dann ist dieses Jahr auch schon wieder rum. Und ja, mal gucken, was uns das Jahr 2023 bringt, ob es mal wieder besser wird auf der Welt. Man kann es nur hoffen. Und ja, trotz alledem, auch die nächste Jahr wird es auf jeden Fall wieder weitergehen auf meinem Kanal und dann in der Kalenderwoche Nummer 52, also schon fast nächstes Jahr dann schon, wird es auch dann einen Jahresrückblick geben wieder von mir, von meinem Filmtagebuch, wie viele Filme ich geguckt habe, wie viele Serien ich geguckt habe, wie viele Actionfilme und natürlich auch, welcher der meistgesehene Film des Jahres 2022 bei mir ist und runter bis zum dritten Platz, also so viele Filme, die ich eben geguckt habe, beziehungsweise die meistgesehenen Filme, wenn wir auch damit beleuchtet. Meine Top und Flops des Jahres 2022 kommen aber erst nächstes Jahr, denn die Woche wird es auch nochmal schwierig werden. Wir haben Gegenschichten jetzt bis noch Silvester und auch Silvester muss arbeiten. Dann habe ich dann gleich nach Silvester gleich einen Nachtdienst. Also ich wird eher schwierig werden, dass ich auch Filme drehen oder Videos drehen kann. Denke mal so im Laufe des Januars wird auf jeden Fall eben diese Top und Flops des Jahres 2022 von mir geben. Aber natürlich, ich habe natürlich die Möglichkeit, dann auch Videos zu drehen. So wie schon mal dazu. Die Woche habe ich extrem viele Filme geguckt, denn ich habe ja schon an der letzten kleinen Woche schon gesagt, ich habe irgendwie Halsschmerzen, mir geht es jetzt so gut, mir hat es gefroren. Und so ging es dann auch dann weiter im Laufe der Woche. Ich habe ja einen Frühdienst die Woche gehabt, aber dann ab Mittwoch hat es mir dann vollkommen zerbröselt. Habe dann keine Stimme mehr gehabt. Ich bin ja froh, dass ich am Montag die kompletten Videos gedreht habe von den ganzen Mediabooks, die jetzt eben ich mir auf der Filmbörse geholt habe. Und somit konnte ich eben dann die komplette Woche erstmal entspannen, einfach meine Stimme schonen, auch mich schonen. Und habe auch dann nichts sehr viel gemacht, außer Filme gucken. Deswegen ist auch der Stapel hier so hoch. Also das Stativ ist ungefähr so. Und auch so hoch ist auch mein Filmstapel. Also die Woche gab es wirklich extrem viele Filme noch. Und vor allem auch viele Mediabooks, die ich mir durchgelesen habe. Und ich habe mir wirklich alle Mediabooks durchgelesen, bis auf eines. Aber dazu auch gleich, warum ich mir das Mediabook nicht durchgelesen habe. Okay, also wie gesagt, wie soll es auch weitergehen mit der Kalenderwoche, also mit dem Filmtagebuch? Soll es 2023 weitergehen oder wollen wir es wegmachen? Das dürft ihr jetzt selbst entscheiden. Wenn ihr sagt, ich brauche keine Filmtagebücher mehr machen, dann mache ich auch keins mehr. Würde mir auch ein bisschen Zeit ersparen, ganz ehrlich, immer jeden Sonntagabend oder jeden Montag früh dieses Video zu machen. Also ihr könnt es dann selbst entscheiden, wenn ihr sagt, ich soll es weitermachen, dann wird es weitergehen, ansonsten höre ich damit, denke ich, auch damit auch auf. Aber dann im Laufe des nächsten Jahres, also im Ende des Jahres, wird uns so ein Überblick, gibt es mir eigentlich immer. Aber das dürft ihr entscheiden, also jetzt am besten kommentieren, ja oder nein. Also mich stört es jetzt eher weniger, als wenn ich das trotzdem weiterhin machen würde. Aber ja, ihr sollt entscheiden, was ihr haben möchtet. Gut, okay, so viel schon mal dazu. Jetzt am 19. Dezember ging es dann los, denn meine Frau hat noch am 19. Dezember noch keinen Nachtdienst gehabt. Sie war nochmal dann am Montag nochmal in Avatar 2 mit unserer besten Freundin. Und auch sie war hellauf begeistert und denke mal auch, es wird noch einmal in Avatar gehen. Vielleicht bei mir auch nochmal diese Woche nochmal. Ich habe eigentlich echt schon den Bock drauf. Und auf jeden Fall im nächsten Jahr mit unserem besten Freund, mit der Schwägerin, wird es nochmal nach Nürnberg gehen. Ein Avatar 2 ist eigentlich schon so gut wie geplant. Ich denke, wir wird das 7.1. wohl werden, wenn alles hinhaut und wir da Tickets bekommen sollten. Denn man muss Avatar wirklich im Kino sehen, nochmal dazu. Also Avatar 2 unbedingt im Kino angucken. Aber nachdem es dann zurück war, so, ich komme, Schatz, heute gucken wir den Film an, den ich die Schlange zeigen möchte.
Und zwar Promising Young Woman in dem Mediabook hier von Universal, ich bekommen habe. Nochmal hier vielen Dank. Und was soll ich sagen, den Film habe ich ja auch empfohlen bekommen vom lieben Alexander H. Nochmal vielen Dank für dieses echt extrem geiler Film hier. Und ja, auch meine Frau war von diesem Film hellauf begeistert. Ich will euch nichts von dieser Handlung verraten. Ihr sollt auch wirklich diesen Film auch angucken. Gibt es als Emerald, gibt es als Mediabook. Auch ein wirklich sehr schöner Mediabook. So könnt ihr euch gerne das Video angucken von den Mediabooks. Also dieses Film hat mich wirklich komplett geflasht. Und vor allem auch das Ende ist dann doch sehr drastisch. Geht 113 Minuten, war nur mal eine 20, auch selbst bei der 20 war der Film extrem stark und der Film bekommt von mir immer noch 9 von 10 Punkte. Das Booklet auch durchgelesen, wurde geschrieben hier von Dr. Susanne Kappesser, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Eine Lesezeit haben wir von ca. 25 Minuten und hier geht es erstmal über die Analyse dieses Films. Ein bisschen wird besprochen hier über verschiedene Szenen und dann natürlich über das Rape and Revenge Subgenre, wo sie auch hier mit dabei ist. Aber dieser Film ist ein bisschen auch anders da und die Regisseure rechnen auch mit diesem Subgenre auch ab und bringen in diesem Film einen etwas anderen Lichtblick daher. Und war auf jeden Fall schon mal sehr interessant, das Booklet durchzulesen. Und wie gesagt, 25 Minuten kann man gerne mal zum Einschlafen nutzen. Hilft mir immer ganz gut. Immer, mache ich immer so, immer zum Einschlafen, lese ich mir die Booklets durch und dann kann ich schlafen wie ein Steinchen. Ja, dafür wäre das Booklet irgendwie sehr interessant gewesen und dann geht es weiter mit dem 20. Dezember. Da hat meine Frau Nachtdienst gehabt, dann konnte ich schon mal einen Film angucken, die halt mich jetzt auch, die sich interessiert. Und zwar der Film Bad Moon aus dem Jahre 1996 habe ich auf der Filmbörse mitgenommen, das ist ein schöner Mediabook. Am besten nochmal die ganzen Mediabook Unboxing angucken von den ganzen Filmen. Und ja, was soll ich sagen? Der Film geht gerade mal 80 Minuten, war mir leider sehr, sehr kurz. Aber die Geschichte dazu hat mich sehr doch gefesselt. Und hier geht es eigentlich nicht um einen Werwolf. Natürlich geht es um einen Werwolf. Aber hier geht es eigentlich um Thor. Der Hund, der eigentlich die Familie bewacht von diesem Werwolf. Ich wollte noch nicht zu viel verraten. Wow, also hier auch wieder eine sehr schöne Hundegeschichte, kann man fast sagen, die halt eben der beste Freund des Menschen eigentlich wieder zeigt. Der beschützt einfach die Familie von eben diesem bösen Werwolf. Leider das Schluss war mir ein bisschen zu schnell und einfach ein bisschen zu einfach dann. Aber das ist halt eben eine sehr schöne Werwolf-Geschichte aus einer Perspektive fast des Hundes. Bekommen jetzt von mir 7 von 10 Punkte. Vielleicht bei der 20 wird es ein bisschen besser werden, aber so der Schluss hat mir leider nicht ganz so gefallen. Ich hätte ein bisschen noch mehr Informationen bekommen, was noch passiert danach. Außerdem ein sehr schöner Film. Das Booklet wird auch durchgelesen und das ist wirklich ein absolutes Meisterwerk, was sie mir hier geschrieben bekommen hat von den beiden Autoren Jakob Liersch, Lolarisch und Daniel Wagner. Und das Booklet liest sich wirklich sehr, sehr lange. Man muss hier wirklich lange Zeit durchhalten. 45 Minuten habe ich damit gelesen und hier wird es wirklich echt extrem interessant. Erstmal geht es hier natürlich über die Werwolf-Filme an sich. Also ganz viele Werwolf-Filme gibt es ja schon in diesem Subgenre auch. Und eben hier werden auch einige beleuchtet. Dann gibt es eben das Buch Thor und eben das ist auch hier eben dann die Buchverfilmung dazu, Bad Moon. Hier geht es eben auch um Thor, den Hund. Und eben auch den Unterschied zwischen dem Buch und dem Film wird hier ein wenig erläutert. Und natürlich auch das Besondere an diesem Film, was hier eben besonders ist an einem Werwolf-Film, dass es eigentlich hier nicht hier nur um Gemetzel geht, sondern eigentlich hier mehr um das, ja, um den Hund an sich, der auf die Familie auch aufpasst. Aber dafür hat der Film trotzdem auch einige heftige, schöne handgemachte Effekte mit dabei, die wirklich sehr gut ausschauen. Und noch ein paar kleine Infos über das Making-of gibt es dazu noch dann. Und auch noch Biografien über die Darsteller, als auch noch von der Marielle Hemingway, eben die Hauptdarstellerin, die man auch eben hier sieht, die Mutter, oder hier sieht man sie auch. Und die ist ja auch recht bekannt geworden. Und auf jeden Fall hier gibt es eine sehr ausführliche Biografie über diese nette Schauspielerin und auch noch eben dann über Hunde, über Filmehunde, also in jedem Genre auch, also Horrorfilmbereich, Komödie und natürlich auch Dramen wie auch Hachiko. Also dieses Booklet ist wirklich sehr informativ und kann man auf jeden Fall gerne mal durchlesen. Am besten auch hier ein bisschen Zeit mitbringen, denn das ist auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Booklet, wo man hier lesen muss.
Wie gesagt, der Film bekommt von mir 7 von 10 Punkte. So, dann geht es weiter mit dem 21. Dezember. Und da war ich dann leider schon krank geschrieben, war dann auch nochmal dann bei unserem Doktor. Und ich habe schon seit fast 6 Wochen lang Kopfschmerzen, seitdem wir eben hier meine beiden Mädels eben hier Corona gehabt haben und mich auch diesen großen Brechdurchfall bekommen habe. Seitdem habe ich eigentlich ununterbrochen Kopfschmerzen. Einmal mehr, einmal weniger. Oder eben, ich habe eben auch extrem schlapp gefühlt, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen habe ich dann bekommen an dem Mittwoch. Dann habe ich mich krank geschrieben, bin dann zum Doktor gegangen und habe alles mal angesprochen und habe gemeint, okay, also wir müssen auf jeden Fall ein MRT angemacht von dem Kopf. Es könnte ein Spinal Venenthrombose sein im Kopf und das kann schon sein, dass man es eben nach Corona bekommen hat. Das ist 100-fach stärker, also kann es eher auslösen nach Corona als normal. Also versuch vor Weihnachten noch ein MRT zu bekommen. Wir hatten Mittwoch, Donnerstag, Freitag waren noch die letzten paar Tage und habe dann ein bisschen angerufen überall und bei unserem Dürerhof hier in Bayreuth haben sie gesagt, okay, wir haben natürlich auch keine Kapazität, ruf erstmal im Klinikum Pegnitz an, dann hier beim Dr. Pfaffenberger in Kulmbach oder auch noch beim Dr. Siems, leider habe ich die meisten nicht gehört. Die Sahner-Klinik in Pegnitz war etwas nicht sehr geil, nett zu mir, haben gemeint, das braucht man nicht, diese MRT-Angio, das kann man anders feststellen. Okay, alles herzlichen Dank. Dann haben wir beim Dürerhof angerufen, also hier in Bayreuth, also hier nochmal vielen Dank. Und dann haben wir, okay, es gibt keinen, also bei dieser Diagnose, Verdachtsdiagnose, sollte man auf jeden Fall recht schnell machen. Kommen wir uns einfach vorbei, bringen Sie aber ganz viel Zeit mit, denn es kann sein, dass Sie wirklich lange warten müssen. Also Buch angepackt, was zu essen wird eingepackt und dann hingefahren, eine große Massivpackung noch gekauft, als Dankeschön, dass es wirklich jetzt heute schon funktioniert. Und hingesetzt, diesen ganzen Zettel ausgeführt, Einverständniserklärung, bla bla bla. Und wollte meine Jacke hinhängen, auf einmal heißt, Herr Rostitschek, Sie können gleich mitkommen. Ich war da mal 5 Minuten gesessen, ist Ihnen abgesprochen und Sie können gleich mit rein. Perfekt, also war ich dann gleich im MRT, es war die Hölle auf Erde. Ich habe ja husten müssen die ganze Zeit und es war extrem schlimm, wenn man ruhig liegen bleiben muss. Und es hat wirklich ewig gedauert. Und dann zum Schluss hat man eben diese Maske auf, wie die eiserne Maske von Leonardo DiCaprio. Und das eben oben so Spiegelkabel, wo man eben direkt drauf gucken kann, auf die Leute, die eben da drin arbeiten. Und auf einmal, wenn du also da hektisch und ich, oh Gott, das Bild, was habe ich jetzt an meinem Kopf? Aber die haben dann bloß sich informieren wollen, ob sie auch gleich meine Diagnose eben sagen dürfen. Also ich habe keine Spinalvenenthrombose, Gott sei Dank. Aber eine Verdachtsdiagnose gibt es trotzdem noch. Ne, das wäre mir ganz so. Aber ich soll mir erstmal keinen Kopf machen. Ich habe ein paar weitere Termine beim MRT und noch ein paar Laborbefunde habe ich bekommen oder Labor abgenommen. Und dann habe ich ja die ganze Zeit eben so Schulterschmerzen gehabt. Viele haben gemeint, ich habe das ja eben durch meine Haltungsprobleme, aber der Sportarzt, das ist mein Hausarzt, hat gemeint, also es ist auf jeden Fall keine Haltungsprobleme, sondern einfach eher Muskelverspannung. Und wir machen jetzt da ein paar Massagen. Also ich mache jetzt immer so Massage, die Triggerpunkte-Massage. Alter, hat das weh getan. Aber seitdem habe ich wirklich keine Schmerzen mehr. Und ich bin jetzt schon gespannt, wenn ich jetzt hier trainieren gehe, ob das dann jetzt wieder besser ist. Oder wenn es nicht besser ist, dann auf jeden Fall nochmal kommen. Aber bisher muss ich echt sagen, Tipps funktionieren wieder wunderbar, ohne Schmerzen. Ich bin echt froh drum. Ja, auf jeden Fall mal gucken, was eben beim MRT rauskommt. Die haben nämlich ein 6 mm großes Kontrastmittel Aussparung entdeckt und das könnte ein Mikroadenom sein, ein gutartiger Tumor. Aber ich will da nicht, ich mache mir darüber jetzt erstmal keine Kopf erstmal und deswegen gibt es nochmal ein MRT nochmal von der Hypophyse irgendwann im Januar. So, also dann habe ich eben jetzt dann recht viel Zeit gehabt, habe mich auf der Couch hingeflackt und habe eigentlich nichts weiter gemacht, außer Filme geguckt. Emma war noch in der Schule, konnte mich ausruhen, meine Frau hat geschlafen dann und habe eben dann angefangen, eben die Hostel-Reihe anzugucken, denn ich habe mich auf diese Reihe auch schon ewig gefreut, dass die endlich in Medienburg rausgekommen ist und jetzt auch hier erstmals auch Hostel 2 in der Uncut-Fassung. Und hier vielen Dank an Nameless Media, dass es geschafft wurde. Und habe natürlich mit dem ersten angefangen, aber habe mir nur hier die deutsche Fassung angeguckt. Es gibt ja 2 verschiedene alternativen Fassungen und natürlich eben hier Hostel. Und davon wird es auf jeden Fall auch ein Filmreihenvideo geben. Ist auch schon alles vorbereitet, aber wann ich das Video drehe, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, Hostel war eben dann der erste Film, den ich angeguckt habe.
vormittags noch vor dem Arzttermin oder allgemein vom Arzttermin, wollte ich eigentlich mit dem zweiten weitermachen, bloß dann musste ich ja dann gleich los zum MRT-Termin. Also habe ich im Hostel 2 erstmal streichen müssen und habe den dann abends angeguckt. So, auf jeden Fall Hostel 1, ich muss wirklich sagen, ich war damals im Kino und hatte da extrem viel Spaß. Auch jetzt macht der Film mir immer noch Spaß, gebe ich zu. Aber er ist mir trotzdem ein bisschen zu harmlos, gebe ich zu. Warum das so ist, das erfahrt ihr in dem Filmrennvideo. Der Film geht ja 94 Minuten, ein kurzer, knackiger, schöner Film. Und dann kam dann die Emma nach Hause, hatte keine Hausaufgaben auf, haben dann ein bisschen gerechnet noch ein bisschen. Und dann war die dann so lieb und so nett, ich komm, jetzt ist die letzte Woche von der Schule, es wird immer viel gemacht. Wir gucken jetzt noch einen Film an, den ich damals schon geliebt habe und ich immer noch liebe, und zwar Kevin allein zu Hause. Den ersten Teil, und sie hat extrem viel Spaß bei diesem Film gehabt, auch natürlich wie ich. Habt ihr auch die Blu-ray-Disc zu Hause von Home, also von Kevin allein zu Hause? Guckt doch mal bitte nach, denn bei mir spinnt nämlich die Blu-ray-Disc, vor allem dann, wo es dann losgeht, eben wenn die Räuber kommen, wo man kurz die Uhr eingeblendet bekommt, 9 Uhr, dann bleibt das Bild stehen und macht keinen Hucke mehr. Ich habe es jetzt mehrmals versucht, es war jedes Mal an derselben Stelle. Ihr könnt da gerne mal bei euch mal gucken, falls ihr die Blu-ray-Disc haben solltet. Die deutsche, wo ihr mal gesehen, natürlich das englische Steelbook. Ob das bei euch auch so ist. Extrem nervig. Gott sei Dank habe ich dann über Disney Plus weiter gucken können, aber hat mich schon sehr geärgert. Ja, Kevin allein zu Hause bekommt von mir die volle Punktzahl, 10 von 10 Punkte, ewig oft schon gesehen und kann ich mir auch immer wieder angucken. Er macht einfach Spaß. Und natürlich auch eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und dann gab es eben dann abends, dann, nachdem die Emma im Bettchen war, dann Hostel 2. Mit dieser wunderbaren Motiv hier, ja, bevor ich wieder gezensiert bekomme, mein Video, habe jetzt keinen Bock drauf. Hostel 2, einfach nur ein schöner Film, ein bisschen besser für mich persönlich als der erste und hat mir wirklich ganz schön sehr gut gefallen, endlich hier in dem Director, zumindest in der Uncut-Fassung zu sehen. Und dann eine Erstsichtung im Hostel 3, habe ich eigentlich meine Erwartungen extrem runtergeschraubt, aber so schlimm war der Film jetzt nicht. Er hat eine ganz andere Herangehensweise, und wie der Film jetzt besser gefallen hat, da könnt ihr gerne dann auch dann das Filmbrennvideo angucken, wenn es nun mal kommt. So, am nächsten Tag dann auch wieder Emma in den Schulbus gepackt und dann ging es weiter los mit dem nächsten Film, und zwar The Killer, ein südkoreanischer Film aus dem Jahre 2002. Hier geht es eben darum, dass eben hier der Auftragskiller jetzt heimisch geworden ist mit seiner lieben Frau, und seine liebe Frau möchte gerne in Urlaub reisen, aber er soll doch bitte auf die von der Freundin, die Tochter, die 16 Jahre alt, aufpassen, damit ihr nichts passiert. Natürlich, wie es auch anders sein, die Teenager machen natürlich, was sie wollen und kommen dann eigentlich hier in einen Prostitutionsring rein, um halt eben da ein bisschen, naja, ihr wisst, was passiert. Aber natürlich versucht er es aufzuhalten und natürlich geht es hier dann doch recht drunter und drüber. Der Film ist auf jeden Fall doch einige schöne, harte Szenen dabei, richtig coole Action sind mit dabei. Und hat mir auch sehr gut gefallen, bekommt von mir ebenfalls 8 von 10 Punkte. Auch da wurde das Booklet durchgelesen. Booklet wurde hier geschrieben vom Nando Rohner. Hier gibt es eine Lesezeit von ca. 15 Minuten, war recht kurz und knackig. Hier geht es eben ein bisschen um den Inhalt des Filmes auch. Dann natürlich hier um die Action in südkoreanischen Filmen. Was das Besondere ist, wird hier erwähnt. Dann geht es weiter mit ein paar kleinen Biografien über den Regisseur Choi Yan-hun und auch ein paar Verweise zu The Man from Nowhere. Diesen Film liebe ich wirklich extremst und hat auf jeden Fall hier gute Vergleiche, kann man auf jeden Fall hier ziehen zu diesem Film. Und dann gibt es auch Biografien über den Schauspieler Yang Hyuk und auch von Lee Seung-yong. Und noch dann natürlich dann zum Schluss noch der Erfolg des Films. Also auch hier wird man auch recht schnell informativ in dem Booklet auch informiert. So, dann habe ich mich auch auf den nächsten Film auch direkt drauf gefreut, den anzugucken. Und zwar der Film Versus, ein Film von Yuhai Kitamura, der ja auch Midnight Meat Train gemacht hat. Midnight Meat Train fand ich wirklich extremst geil. Und ja, was soll ich jetzt zu diesem Film sagen? Bei dieser Film geht ja 113 Minuten in Langfassung. Und ich muss echt sagen, diese Langfassung war wirklich schon sehr, sehr, sehr zäh. Auch von der Handlung her, es war mir einfach alles ein bisschen zu, ja, es ist einfach so lang gezogen und ich bin bei diesem Film komplett rausgegangen. Also wirklich, hat mir leider nicht gefallen. Also
für mich der. Ich habe mich so auf dieses Film eigentlich wirklich gefreut. Ich habe auch dieses Mittelbuch auch mitgenommen, weil mich so interessiert hat. Aber leider hat er mich leider nicht zugesagt. Und deswegen ist auch der Film auch schon wieder verkauft. Also ich habe ihn auch wieder weiterverkauft, denn den Film projiziert in meiner Sammlung, ganz ehrlich. Werde ich mir nie wieder angucken und bekomme von mir 3 von 10 Punkten. Ja, viele finden diesen Film überragend gut. Ja, ich weiß, aber ich muss sagen, nein, hat mir jetzt persönlich nicht gefallen. Aber normal sind immer Geschmäcker verschieden. Das Mediabook ist auch schon verkauft und habe mich auch gerade mal damit beschäftigt, mit diesem Mediabook auch zum Durchlesen. Ja, auf jeden Fall für denjenigen, der es bekommt, viel Spaß mit diesem Film. Und dann geht es weiter natürlich nach Versus. Sag ich mir, komm, jetzt gibt es noch einen weiteren schönen, ja, Trash-Film, und zwar Christmas, Bloody Christmas. Ein Film von dem wunderbaren Joe Begos, der auch VFW gemacht hat und Bliss. VFW fand ich auch schon extrem geil, aber hier eben, ja, Bliss fand ich eher bescheiden. Hier geht es eben um einen, ja, elektronischen Nikolaus, der Amok läuft, weil nämlich die Regierung eigentlich daraus eigentlich eher, ja, Elite-Soldaten bzw. Roboter gemacht hat, eben, um halt eben für Militärprojekte einzusetzen. Aber da die so gut angekommen sind, machen sie eben daraus eben Nikoläuse, damit sie eben in den Kaufhäusern stehen. Doch leider dreht einer davon durch und macht in einer Kleinstadt eben die ganzen, ja, Passanten einfach hier den Gar aus. Ein schöner, ja, Verweis an Terminator auch, muss man hier wirklich sagen, hat viele, viele kleine Hinweise dazu, macht extrem viel auch in dieser Film, echt extrem witzig, sehr böse, schwarzhumorige Dialoge. Das F-Wort kommt eigentlich in 90 Fällen drin vor, also eigentlich fast immer. Ist auch ein wunderbarer Anti-Weihnachtsfilm, muss man mir klipp und klar sagen. Leider habe ich bei diesem Film die 4K-Version sehr gestört. Das Filmkorn ist hier extrem hoch, also wirklich ein extrem hohes Filmkorn, was wirklich sehr störend ist bei manchen Szenen, vor allem in den dunklen Szenen, was hier sehr oft vorkommt. Also hier hätte ich mir, glaube ich, dann die Blu-ray-Disc lieber reingezogen als die 4K-Disc. Aber der Film ist auf jeden Fall wirklich extrem witzig. Natürlich auch kein Überflieger, bekomme jetzt von mir 7 von 10 Punkte, aber hat mich auf jeden Fall von vorne bis hinten extrem gut unterhalten. Auch das Booklet wurde durchgelesen, das war leider ein Reinfall, denn das Booklet liest man ungefähr in knapp 10 Minuten durch, wenn es überhaupt so lange ist. Einfach nur ein kleines Interview mit dem Regisseur Joe Begos. Also hier hätte man ein bisschen mehr erwarten können, aber ja, ist nun mal ein Booklet, wo eben nur ein Interview drin ist, von Deadline Magazin geführt. Hätte mir da ein bisschen mehr hofft, mehr Hintergrundinformationen über den Film auch, aber okay. So viel schon mal zu Christmas, Bloody Christmas. Auf jeden Fall, der Film ist auf jeden Fall ein extrem großer Splatter-Spaß, auch mit wirklich handgemachten Effekten, macht saugeile Effekte, sind immer dabei, hart auch. Und kann ich sagen, ein kleiner Geheimtipp ist auf jeden Fall Christmas, Bloody Christmas zur Weihnachtszeit. So, dann abends dann mit der kleinen Emma zusammen habe ich hier meinen Schwarzenegger-Film rausgezogen. Natürlich hier versprochen ist versprochen, auch hier ein bisschen mit ein paar kleinen Verweisen natürlich auch an die Männer oder an die Dads da draußen, dass man auch ein bisschen mehr mit der Zeit mit der Familie verbringen soll. Ein ganz toller Film, den ich mir auch mal angucken kann. Und vor allem auch hier Jack LaLoyd, der junge Anakin Skywalker. Unglaublich, ich habe es nicht mehr gewusst, dass da Anakin Skywalker mitspielt. Jetzt doch Jack LaLoyd. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da ist schon Jack LaLoyd. Jack LaLoyd. Moment. Bin ich bescheuert? Jack LaLoyd mit dabei? Hä? Auf jeden Fall ist egal. Auf jeden Fall für mich ist das der Jack LaLoyd. Eben Anakin Skywalker und hier eine ganz süße Rolle. Hier der Junge. Vom Schwarzen. Und dieser Film macht echt extrem viel Spaß. Auch immer hat er bei diesem Film auch viel Spaß gehabt und bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Dann Emma war da wieder im Bettchen, Frau auf der Arbeit und dann dachte ich, okay, jetzt, okay, ich probiere es nochmal aus. Letzte Woche schon angeguckt, bin dabei komplett mehrfach eingeschlafen. Und zwar der Film von oder mit Mickey Rourke, Barfly. Wo es eben darum geht, Säufer und Gelegenheitspoet Henry Kaczynski fällt in Gilde Goldenhorn alles, was es braucht. Eben hier Alkohol und Drogen und natürlich, nee, Drogen nicht, aber Alkohol und natürlich schöne Schlägereien. Doch dann trifft er auf eine nette Dame, Wanda, und die eben dann sein Herz erobern soll.
Ja, was soll ich sagen? Der Film geht 100 Minuten, ist aus dem Jahr 1987 und jetzt bei der fast Drittsichtung, also nachdem ich mehrmals eingeschlafen bin, habe ich wirklich durchgehalten, den kompletten Film, und er ist auf jeden Fall schon sehr steil gemacht. Also hier Mickey Rourke, wenn man ihn natürlich aus den 80ern kennt, was er natürlich hier für Rollen gespielt hat und hier diese Rolle spielt, es ist schon wirklich Hammer. Also die Rolle ist wirklich sehr stark geschrieben auf ihn und bringt er auch authentisch rüber, aber ganz ehrlich, die Story war für mich absolut Banane, vor allem dann der Schluss. Also ich hätte mir eigentlich hier wesentlich was anderes erwartet von diesem Film, aber er wird jetzt nicht so der extreme, schlimme Film, wo ich es eigentlich erwartet habe. Also den kann man sich mal angucken. Bekommen wir zu mir 7 von 10 Punkte. Aber ich habe hier doch ein bisschen anderes Ende erwartet als das, was man da bekommt. Aber trotz all dem, komplette Inszenierung von diesem Film war schon wirklich sehr stark und hat mir doch sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt eh kein großer Freund von Mickey Rourke, von seinen Filmen von den 80er Jahren, gebe ich offen ehrlich zu. Damit kann ich fast nichts anfangen mit den meisten Filmen, wie zum Beispiel 9,5 Wochen. Doch, The Wrestler war wirklich sehr gut. Aber gut, soviel schon mal dazu. Auch das Buch wurde durchgelesen, das wurde geschrieben von Wolfgang Brunner. Mit einer Lesezeit von ca. 25 Minuten, auf jeden Fall, das auf jeden Fall war auch sehr interessant, denn wir haben hier eine Inhaltsangabe zu dem Film. Dann gibt es eine kleine Biografie über Charles Bukowski, der auch eigentlich fast sein eigenes Leben in diesen Film integriert hat, ist hier der Drehbuchautor gewesen und war auch schon damals Dichter. Auf jeden Fall das schon mal sehr interessant zu erfahren. Und natürlich gibt es noch Biografien über den Regisseur, Barbet Schröder, Mickey Rourke und auch von Faye Dunaway gibt es auch eben hier die Biografien dazu. Also auch ein sehr interessantes Booklet, wo man sich mal durchlesen kann. Und wie gesagt, Barfly, nicht jedermanns Geschmack, aber er war auf jeden Fall ganz ansehnlich. So, dann noch zum Abschluss gab es einen weiteren Film noch, also und zwar Mother's Day. Hier eben das neue Mediabook. Ich wollte mir die Filme gerne mal angucken, weil ich eigentlich die Filme schon so oft gesehen habe. Aber komm, das mache ich trotzdem. Also Mother's Day angeguckt. Und den habe ich wirklich noch nicht so oft gesehen. Gerade mal dreimal. 112 Minuten. Und dieser Film finde ich persönlich wirklich sehr, sehr stark. Also mir macht dieser Film wirklich sau viel Laune. Und ist echt, ja, richtig interessant anzugucken. Vor allem auch sehr interessante Handlungsverzweigung gibt es dann auch bei diesem Film und gefällt mir besser als der Original Mother Day. Oh mein Goodness, wie kann ich da sowas sagen? Ja, es ist nochmal so, man kann aber auch die beiden Filme nicht miteinander vergleichen. Bekommen wir mir 8 von 10 Punkte, Mother Day, und auch das Buch wurde durchgelesen. Hier wurde es von Mike Blankenburg geschrieben, eine Lesezeit von ca. 30 Minuten. Hier geht es natürlich hier nochmal kurz um den Muttertag von 1980, einen kleinen Rückblick gibt es da auch. Dann gibt es die Neuauflage eben und Vergleiche zum alten Film oder eben die sogenannte Mogelpackung, was man in diesem Film bekommt. Im Gegensatz zu dem Original bekommen wir hier eine Mogelpackung und hier geht es um eigentlich was ganz anderes als beim Original Mother Day, sondern es ist eigentlich Home Invasion Film. Dann gibt es eben hier auch um die Subgenre Home Invasion Filme in diesem Booklet. Auch sehr interessant auf jeden Fall auch. Und dann gibt es eine kleine Charakterbeschreibung der Söhne und Töchter der Mutter, was auch sehr interessant dafür, und natürlich auch eine Auswahl des Films und noch die persönliche Meinung auch des Autors, und da muss ich klipp und klar eben eigentlich auch zustimmen, Mike Blankenburg, dieser Film finde ich persönlich auch extrem gut. Also auch das Buch wird auch sehr interessant zu lesen, bekommt von mir wie gesagt 8 von 10 Punkte und kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So, dann dachte ich mir, bevor ich jetzt ins Bett gehe, ich habe eigentlich keinen Bock nochmal Halloween anzugucken, die 4K-Disc. Gucke ich mir an, wenn es eben wieder Halloween ist. Aber reingeguckt habe ich trotzdem mal in das Mediabook zu Halloween, um die 4K-Disc anzugucken. Und wow, was soll ich sagen, die 4K-Bildqualität ist hier wirklich extrem stark gewesen. Muss ich hier wirklich sagen, sehr gute Qualität. Aber zählt es bei mir nicht mit den Filmen rein. Ich habe wirklich nur mal ganz kurz reingeklickt in den Film. Aber ist auf jeden Fall eine bessere Auswertung als auf Blu-ray. Und dann wurde... habe ich bei Facebook gelesen, dass wohl einige Probleme haben, den Director's Cut von Hostel zu starten. Dachte, okay, komm, das probiere ich auch mal aus. Habe auch kurz eine Nachricht in Edin geschrieben dann auch. Und dann habe ich, okay, komm, wenn ich schon den Director's Cut eingelegt habe, schaue ich mir auch noch mal kurz dann das Ende an. Also die Disc funktioniert auf jeden Fall bei mir vom Director's Cut auf Blu-ray von Hostel. Also die funktioniert auf jeden Fall. Ich habe auch da ein Menübild hingemacht und auch dann den Film noch angeguckt zum Schluss. Zumindest
das alternative Ende und muss gestehen, das Originalende hier gefällt mir persönlich besser als diese Fassung, denn das finde ich ein bisschen übertrieben, denn ganz ehrlich, was hat das Kind mit ihrem Vater zu tun, wenn der Vater so eine Scheiße macht? Aber gut, soviel schon mal dazu. Muss sagen, also der Original Hostel, die normale Extended-Fassung gefällt mir persönlich besser. So, dann noch an dem 23. Dezember gab es nochmal einen Film von mir. Diesen Film habe ich nur eingelegt, um halt eben dann unsere Geschenke einzupacken. Also es war ein kleiner Übergang. Und zwar Mirrors habe ich mir angeguckt, nochmal, auch diesen Film habe ich schon sehr oft gesehen, aber dieser Film macht immer wieder extrem viel Laune, ist extrem hart auch, von Alexandre Ayer, der auch Regie geführt hat. Wow, also da gibt es echt einige heftige Szenen und auch wirklich einige Gänsehautmomente gibt es bei diesem Film. Ich für meinen Teil mag diesen Film extrem gern und gucke mir auch immer wieder gerne an. Und diesen noch mal gekommen, das ist perfekt zum Geschenk einpacken. Man muss ihn so extrem befreuen, weil man kennt den Film ja schon. Also habe ich dann auch noch die Geschenke eingepackt. Und ja, der Film ist aus dem Jahr 2008 und bekommt von mir auch 8 von 10 Punkte. Auch das Booklet wurde durchgelesen und hier war ich dann doch recht fasziniert von diesem Booklet. Auch hier wurde es geschrieben von Mike Blankenburg wieder. Eine Lesezeit von ca. 25 Minuten haben wir wieder hier bekommen und war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe nicht gewusst, dass Mirrors ein Remake ist von einem südkoreanischen Film mit dem Namen Into the Mirror aus dem Jahre 2003. Und ich denke mal, diesen Film werde ich mir auch mal antun müssen. Dann geht es natürlich hier um die südkoreanischen Filme und dann die internationale Auswertung bzw. auch den Einfluss auch auf den internationalen Markt. Dann gibt es eine Biografie über Alexandre Ayer und auch über Kiefer Sutherland und eben wie Kiefer Sutherland eben hier in Mirrors eben hier spielt. Da gibt es auch einige Kritikpunkte zu dem Film, eben weil eben hier er den Jack Bauer auch vorher gemimt hat als in der Serie 24 und hier sehr viele Facetten auch von dem Charakter auch von Jack Bauer auch hier in dem Film integriert bekommen hat und er eigentlich eher unauthentisch spielt bei diesem Film. Aber natürlich ist der Film jetzt trotzdem für mich ein Highlight und auch hier gibt es eine persönliche Meinung auch vom lieben Autor. Auch das ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung. Aber ich muss sagen, ich liebe diesen Film, gebe ich offen ehrlich zu. So, dann gab es nochmal dann einen Rückblick zu diesem Film, nämlich den zweiten Teil mit Emma angeguckt und zwar Kevin allein in New York. Der Film geht ein bisschen länger aus dem Jahr 1992. Der Film geht ja fast zwei Stunden. Und dachte mir, oh. Und ich habe den Film noch nicht so oft gesehen wie den ersten Teil. Aber der zweite Teil ist ja genauso geil und genauso bescheuert und genauso witzig. Ich liebe einfach die feuchten oder die klebenden Banditen. Ich liebe die beiden. Überragend gut. Und deswegen gibt auch Kevin allein zu Hause 2 eben von mir 10 von 10 Punkte. Und dann war ja dann Weihnachten fast schon da. Daher komm Emma, heute darfst du länger aufbleiben. Wir gucken noch Nightmare Before Christmas an. Sie liebte diesen Film. Ich habe dabei ein kleines Nickerchen gemacht, gebe ich zu. Denn diesen Film habe ich schon so oft gesehen mit ihr. Und von daher, naja komm, guck sie halt. Er geht nur ganz kurz. Trotzdem dann um 8:30 ins Bett gegangen. Und der Film gab dann 9 von 10 Punkte von mir von diesem Film. Und kann man sich auf jeden Fall angucken an Halloween oder natürlich auch an Weihnachten. Und dann dachte ich, wenn jetzt schon Weihnachten ist und fast Weihnachten ist, dann gucke ich mir auch noch einen Weihnachtsfilm an. Und zwar der wunderbare Film mit Bill Murray. Und zwar Die Geister, die ich rief. Dieser Film geht bei mir immer, den kann ich mir immer wieder angucken. Er macht so viel Spaß. Ich liebe diesen Film. Und er ist auch nachdenklich. Und muss echt sagen, ich liebe einfach diesen Film, diese Verfilmung. Und bekomme von mir ebenfalls 9 von 10 Punkte. Dann am 24. war eben dann bei uns oder bei Allheiligabend, haben nur unter uns gefeiert, also nur wir drei. Carina und Emma waren noch kurz in der Kirche, ich habe dabei Essen vorbereitet, es gab Bratwürste und Stampf, dann Plätzchen vorbereitet, also schön dekoriert und dann haben wir dann eben Bescherung gemacht. Emma bekam eine Neutoni-Figur, Neutoni-Box und ein Lego-Set. Und für Kleinigkeit noch Bücher, aber auch im Laufe der ganzen, ja, also gestern auch noch von meinen Schwiegereltern, von meinen Eltern noch was. Aber ich bekam auch was Cooles, nämlich den Galaxy Explorer D
die Neuauflage, ja, und habe auch schon angefangen zu bauen, denn nachdem ihr immer die Bestellung gemacht habt, soll ich, was wollt ihr machen? Ich meine, ich wollte Filme gucken. Nee, heute gucken wir auf jeden Fall keinen Film an. An Heiligabend gucken wir nie Filme an. Kommen wir jetzt uns hin und bauen ein bisschen Lego. Und dann haben wir uns alle drei hingesetzt und haben Lego gebaut. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Dann am 25. Dezember, also am Sonntag, gab es dann noch eben unsere Familienfeier. Diesmal im ganz kleinen Kreis. Und dann war die auch schon zu Ende. Haben auch da keinen großen Tamtam gemacht. Es gab unseren Leggen Burger mit selbstgemachten Kartoffelpommes. Und auch Kuchen. Und das war auch ganz in Ordnung. Wir haben einfach uns keinen Stress gemacht. Und heute am 26. wird es noch ruhiger. Und dann wollte Emma wieder bei uns im Bettchen schlafen. Ja, kommt, egal. Aber ich wollte ja immer schon lange einen Film zeigen. Oder wir wollten alle beide einen Film schon zeigen. Und sie hat Avatar gesehen, halt in der geschnittenen Fassung von mir. Und okay, wenn sie das aushält, hält es auf jeden Fall diesen Film auch aus. Und deswegen haben wir am ersten Abend noch eben angefangen mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Haben wir eigentlich nur geguckt und heute nach dem Video, wenn wir mit Lego gespielt haben, gibt es noch die andere Hälfte noch dazu und ich bin schon gespannt, wie ihr Harry Potter bisher gefällt. Ich liebe den ersten Teil, ich liebe diesen ersten Teil, wie verrückt. Für mich ist es der schönste Film von allen von Harry Potter Teilen. Einfach so gut, die sind noch so klein, niedlich und hier ist wirklich noch Magie in der Luft bei diesem Film. Und alle weiter, also der zweite Teil geht auch noch, aber dann wird es einfach nicht mehr ganz so schön. Dann wird es einfach zu, ja, zu modern. Und ich liebe einfach diesen Film, kann ich mir immer wieder angucken. Von mir 10 von 10 Punkte. Und ja, das war's auch schon mit der Kalenderwoche Nummer 51. Ihr seht schon, ich habe extrem viel geguckt, extrem viel auch gelesen von den ganzen Mediabooks. Und ja, was habt ihr denn letzte Woche noch angeguckt? Schreibt es in die Kommentare mal rein, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Eventuell kommen noch diese Woche noch 3 Steelbooks noch oder 4 Steelbooks oder Unboxen noch raus. Denn die kamen letzte Woche an, aber ich habe einfach keinen Bock, da Videos zu drehen gehabt. Also eventuell kommt jetzt im Laufe der Woche noch, wenn ich irgendwie Zeit habe, die Videos zu drehen. Ja, das war's von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Genießt doch euren zweiten Weihnachtsfeiertag heute. Entspannt euch noch ein bisschen und lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Bis denn, tschüss mit Ö und B.